Das lohnt sich also nicht so sehr. Ich würde gerne noch einen ungetümen Terrorist erforschen. Ich hoffe, dass ich so den Forschungsbug umgehen könnte. Ja, genau. Jetzt kann ich nämlich erst die Ionenpanzerung erforschen. Ich muss ihn zweimal erforschen. Einmal, wenn ich die ganzen Ionenstrahlbeschleuniger habe und ich glaube noch irgendwas. Dann muss ich ihn nochmal erforschen, damit ich endlich die Ionenpanzerung bekomme. Und die ist ganz schön ordentlich schon. Die macht meinen Soldaten natürlich nicht unverwundbar, aber immerhin. Okay, dann ist es auch schon soweit. Ionenpanzer. Ein neuer Schutz für Akonauten. Eine Panzerung mit einer Ionenenergiequelle, die Geschwindigkeit des Trägers erhöht und den Kampftruppen den besten Schutz bietet. Geschwindigkeit erhöht, habe ich eigentlich noch nie was von bemerkt. Aber wir haben vor allem die vordere Panzer mit 132 ist sehr, sehr gut. Ja, wenn wir also den Aliens ins Angesicht schauen, dann sind wir da relativ gut geschützt. Was brauchen wir noch? Ich nehme mal. Ach, das Magazin für das Gaussische Gewehr. Ja, komm, das erforschen wir nochmal noch, dass es weg ist. Das müsste ja relativ schnell gehen. Und dann, ja, Ionenpanzerung können wir jetzt herstellen. Muss ich mal direkt gucken, was die kostet. Ja, 5 Aqua-Kunststoffe, 15 Bit und 42.000. Das ist schon ein bisschen was, ich produziere mal 5. Deswegen habe ich auch vorher auf die normalen AK-Kunststoffpanzerungen verzichtet gehabt. Ja, mehr Techniker, aber meine Werkstatt ist noch nicht fertig. Ein kleines, schnelles U-Boot, dann schicken wir mal hier so eine Einheit hin. Und dann patrouilliert er mal ein bisschen. Ja, schicke ich die mal los. Die braucht ein bisschen, um vom Fleck loszukommen. Einen Lauf zu nehmen und dann hoffe ich mal, dass wir schnell genug sind. Ja. Ein weiterer Kreuzer. Wundert mich, dass wir immer noch keinen größeren U-Booten begegnen. Also abgesehen von dem sehr großen oder dem großen U-Boot letztens. Obwohl es übrigens immer so ist, dass zu einem Terroreinsatz ein großes Schiff fliegt oder ein sehr großes. In den seltensten Fällen sieht man es allerdings. Ja, die Werkstatt ist fertig, auch die Forschung ist fertig. Ja, der Text ist wieder derselbe wie bei dem Gewehr, das lese ich nicht nochmal vor. Und ich glaube, ich hole mal. Thermalschockwerfer. Der hilft uns halt nicht so viel weiter. Ich glaube, ich erforsche mal den Tassaf-Truppenführer. Also, ich glaube, im Original müsste es ein TH sein und ja, das kann ich natürlich nicht sprechen, wie das die allerwenigsten Deutschen können. Habe ich denn schon das ganze Zeug hier verkauft? Eine gaussische Kanone. Hier könnte ich vielleicht noch ein bisschen was. Hier könnte ich noch ein bisschen was. Müssten wir jetzt auch nicht langsam genug haben, um wieder wechseln zu können? So Nahkanonen. Ja, na fast. Aber es geht hier langsam die Munition aus, habe ich das Gefühl. Dadurch, dass die ganzen Aliens nur noch so eine Blastergewehre haben und so Nahpistolen und so ein Quatsch. Wir hatten, glaube ich, mal 40 gehabt und jetzt haben wir noch 13 übrig. Das ist natürlich nicht so schön anzusehen. Habe ich jetzt alles in die Herstellung noch gesetzt? Nein, habe ich natürlich nicht. Gut. Das dauert ja jetzt nicht mehr so lange. Forschung. Ja, genau, Ressourcenplünderung. Das Versenken von Schiffen und das Abschießen von Flugzeugen gehören zu den Schlüsselelementen der Strategie der Aliens. Dazu gehören auch der Erwerb von Materialien, der auch von aggressiven Handlungen begleitet ist. Die Aliens führen auch Überfälle auf Gebiete mit geothermischer Aktivität, Bergbauregionen und historischen Städten aus, um Minerale, Metalle und andere menschliche Erzeugnisse zu erwerben. Also das hat das Verhör dieses lebendigen Tassaf-Alien ergeben. Und außerdem sind wir noch schlauer geworden über den Tassaf selbst. Diese agilen und schnellen Gegner bilden die Stütze der Alien-Armee. Hunderte werden in riesigen Brutkesseln im Herzen der Alien-Kolonien geboren. Der Tassaf ist um einiges stärker als ein Mann, ein echter Alien. Und weder sein Verhalten noch seine karnivore Natur haben bisher auf der Erde ihresgleichen gefunden.
Der Tarsoff bildet oft die Speerspitze des gegnerischen Angriffs und scheint nie vor einem Kampf zurückzurücken, selbst angesichts einer gewaltigen Übermacht. Das ist nicht ganz richtig, die verfallen auch in Panik, wenn er so ziemlich der Letzte ist. Jetzt können wir den MS-Störer erforschen, genau so war das. Der hilft uns leider nur nicht weiter, weil wir immer noch kein MS-Labor haben. So. Auf geht's. Aber vorher hätte ich gern den O in einer neuen Panzerung gesehen. Den Zombie Grossi hätte ich gerne in einer neuen Panzerung gesehen. Und vielleicht noch der Erik. Besser als nichts. Los geht's. Ja, die neuen Panzerungen gehen hier Schlag auf Schlag, man sieht es bereits. Ja, so sieht er dann aus. Er ist schon ein bisschen mächtiger. Hier kann man nochmal schauen. Originalrüstung, Aquaplastikpanzer und hier so eine Ionenpanzerung. In einem schönen leuchtenden Gelb. Eine sehr gute Tarnfarbe, wie ich finde. Dann schauen wir uns mal ein wenig um. Tja, es ist natürlich jetzt ein wenig seltsam, dass ich hier die Terrormission abbrechen musste, weil sie weil unsere Aussichten auf Erfolge sehr, sehr begrenzt waren. Und gleichzeitig hier wir voll vorstürmen können und haben eigentlich überhaupt keine Angst, dass irgendwas passieren könnte. Außer dass vielleicht mal einer von unseren Dummies stirbt. Das ist schon ein bisschen kontrovers. Schalte doch mal hier die Geschwindigkeit ein bisschen hoch. Tja. Die scheinen wohl alle zu Hause geblieben zu sein. Beziehungsweise in ihren, halt, in ihren U-Boot. Hier können wir einen Schritt vorgehen. Ist hier vielleicht irgendwo noch... Hallo, da ist ja jemand. Und ich habe das Gefühl, der zielt auf diese Einheit. Kann das sein? Ich könnte mal einen Schritt vorgehen und schauen, ob jemand... das war nicht der Plan. Ich hätte eigentlich gedacht, dass dann unsere Einheit ihn sieht und nicht andersrum. Naja. Das war jetzt strategisch vielleicht etwas unklug. Grossi. Richte das mal wieder. Dann, erster Dummy. Und da unten läuft doch wieder einer rum. Das war glaube ich dort. Hallo, gehst du da bitte mal hin? Hat da jemand Schusslinie? Nein. Haben sie nicht. Aber vielleicht hilft sie eine Granate. Grenadier Grossi könnte man aufstehen, dann kann er weiterwerfen. Oh, die war jetzt glaube ich daneben. Die war glaube ich weit daneben sogar. Ist das hier die Granate? Nein. Ist das hier die Granate? Nein. Dann ist sie auf einer oberen Ebene gelandet. Da. Nun ja, dann versteck dich mal lieber. Obwohl, du kannst auch mal feuern. Feuer frei. Dann verstecken. So, wer ist hier als nächstes dran? Du könntest ja auch fast eine Schusslinie haben. Nein, hat er nicht. Dann verstecken. Gut, dann gehen wir mal wieder her. Och, guck mal, wer der ist. Feuer. Verstecken. Der könnte mal hierher. Dann müssten wir ihn auch endlich mal bekommen, oder? Er kennt sich ja hier nicht ewig rumtreiben. Wo ist
kommst du hin? Hier also. Er sieht uns natürlich jetzt nicht. Er weiß nicht, dass wir hier sind. Ach, Mist. Ach, darauf hat er es abgesehen. Er kommt unseren Einheiten hier bedrohlich nah. Schicke ich meinen Dummy vor. Wahrscheinlich würde es irgendeiner unserer Dummies sterben. Oh! Hihi, da hat, glaube ich, der Grossi reagiert. Sehr schön, sehr schön. Das ist der Grund, warum ich die reaktionsstarken Leute gern mag. Die können immer noch mal für eine Überraschung gut sein. Die Wahrscheinlichkeit ist dann zwar immer noch gering, aber immerhin. Gut, dann schicke ich mal da ein paar Einheiten hin. Und den Dummy hier noch ein bisschen nach vorne. Machen natürlich die Dummies hier ziemlich viel Arbeit. Das ich wiederum nicht so gut finde, aber. Nun ja, nun ja. Das hier müsste ja mit einer Granate relativ schnell gegessen sein. Gut, dann schauen wir eben doch mal nach. Ach, Überraschung, ein Alien. Peng. Dann ist noch jemand im U-Boot unterwegs. Ja, aber den haben wir natürlich auch gleich. So, noch eine Runde warten. Und dann Angriff. Ja, eventuell stirbt der Alien jetzt gleich mit. Weil wir haben ja eine aktivierte Granate in der Hand. Na, du hast wohl nicht genug Zeiteinheiten zum Feuern. So eine Überraschung aber auch. Dann mache ich das mal. Verstecken. Ja, zwei Dummies sind gestorben. Das ist natürlich jetzt suboptimal. Aber wir haben ja wieder jede Menge Gedöns eingesammelt. Was wir auch als gleich verkaufen werden. Verkaufen. Ja, dass die Kanonenstrahlstreifen so zur Neige ging, gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Solarimpulsgeber. Leichen. Und ich verkaufe auch ein paar von den Aqua-Kunststoffen. Ein paar behalte ich noch für unsere Anzüge und schauen, was unser Tribut macht. Ach, da haben wir doch noch genug. Ja. Die müsste auch gleich soweit sein. Ja. Dann stellen wir mal her ein paar gaussische Kanonen. Die bringen ein wenig Geld. Dann verkaufen wir nochmal. Und stelle neue her. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen hin und her und so weiter, aber ist immerhin, ach du Güte, ein sehr großes Schiff, habe ich gegen das eine Chance? Ich glaube fast nicht. Habe ich gegen ein sehr großes? Ich probiere nochmal die Technik, die das letzte Mal schiefgegangen ist. Was anderes bleibt nicht übrig. Mit zwei Schiffen kriege ich das nicht klein, auf keinen Fall. Und mit zwei Schiffen plus einem Triton, der ja einiges mehr aushält als so eine Barracuda-Einheit. Eventuell. Ich schaue nochmal ganz fix nach bei der UFO-BD. Nach unseren Triton. Schadenskapazität 160 und die Barracuda-Einheit 120. Der Unterschied ist mal nicht so gigantisch. Allem abfangen, was geht. Aber wahrscheinlich ist es eh zu schnell. Die Forschung ist beendet. Und zwar hatten die den MS-Störer erforscht gehabt. Das allerneueste in der MS-Technologie. Kann nur unter Wasser von Aquanauten mit MS-Fähigkeiten verwendet werden. Klicken Sie das Störer-Icon an, wählen Sie die Art des Angriffs und geben Sie mit dem Cursor ein Ziel an. Es gibt zwei Arten von des Angriffs per Störer. Blockieren des Implantats. Im Erfolgsfall wird die Einheit verwirrt und kann in Panik geraten. Dass das mit unseren Einheiten passiert ist, als sie rumgeballert haben und, ja, Panik geschoben haben.
Implantatskontrolle. Erfolgreich im Fall, im Erfolgsfall. Gewinnen Sie die Kontrolle über die gegnerische Einheit. Ist uns mit dem Christian zum Beispiel passiert. Der MS-Generator ist ein neues Gebäude für unsere Basis. Ja, den brauchen wir gar nicht erst produzieren, weil wir können ihn eh nicht verwenden im Moment. Da sind unsere Barracuda-Einheiten vor Ort. Und wenn wir Glück haben, dann ist der... Komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Frieda ist einfach nicht schnell genug für solche Späße. Aber wir haben auch einfach nicht genug Geld, um uns eine neue Basis zu zimmern. Ich nehme mal hier doch die Herstellung ein bisschen hoch. Verkaufe einfach ab und zu mal ein paar von den Einheiten. Große Kanone. Ich hoffe, dass unser Geld langsam sicher mehr wird. Okay, wir probieren es noch einmal. Schick mal zuerst den Triton hin. Aber die liegen halt bei 960 Minimum und die Barracuda-Einheit da oben. 960, er hat nur 790 Höchstgeschwindigkeit, also ich krieg den nur, wenn er gerade einen Haken schlägt. Ansonsten habe ich keine Chance. Triton zum U-Boot. Ja, komm schon. Ja, kann ich nicht ändern. Das wird so nichts. Ich brauch's aber wirklich mit zwei auch nicht versuchen. Da verliere ich nur beide Einheiten, hab da nichts damit gekonnt. Obwohl natürlich so ein sehr großes Schiff wirklich eine ganz, ganz famose Sache wäre. Da haben wir gerade einen Plus von 500.000 gemacht mit den gaussischen Kanonen. Also das lohnt sich schon ordentlich. Forschung beendet. Der erste MS-Generator, der kostet auch 1,3 Millionen. Da die Aliens Molekülsteuerungstechniken verwenden, um die Präsenz von Lebewesen zu entdecken, kann mit Hilfe eines negativen MS-Emitters die Basis mit einem undurchdringlichen Schild umgeben werden, der die Aliens verwirrt und unsere Anwesenheit verbirgt. Genauso funktioniert der. Wir können es aber nicht leisten. Ach komm, hier ein paar von den Leichen können wir mal erforschen. Jetzt gehen jetzt langsam die wichtigen Forschungsthemen aus. Ja, MS-Generator können wir bauen und da ist auch schon die Forschung fertig. Die Aquatoiden, wenn ihr euch erinnert, das waren die allerersten Aliens, die kommen schon gar nicht mehr, weil die zweiten schon diese Key-Menschen waren. Eine Analyse dieser Kreatur gibt uns Grund zu folgenden Annahmen. Es handelt sich um einen Sektoiden, unsere früheren Gegner, durch operative Eingriffe und Implantate zu einem Wasserlebewesen verändert. Audimentäre Lungen ermöglichen das Einatmen von Sauerstoff und begrenzte Oberflächenmobilität. Kybernetische Implantate im gesamten Körper erhöhen die Kraft der atrophierten Gliedmaßen und die Organfunktion. Da alle Angehörigen dieser Gruppe identisch sind, vermuten wir, dass es sich bei diesen Kreaturen um Klone handelt. Gut, Kiemenmenschen, Leiche. Los, 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 los. Gut. Einen Tag hat's gedauert. Kiemenmensch Autopsie. Es war klar, dass es sich nicht um einen Alien handelt, sondern um eine Erdkreatur. Eine prähistorische Spezies, von der man annahm, dass sie in dem Moment ausstarb, als Säugetiere dominant wurden. Diese starken und klugen Amphibier lebten zu einer Zeit, als die Dinosaurier die Wälder durchstreiften. Die Umwälzung, die die Herrschaft der Reptilien auf diesem Planeten beendete, zwang diese Kreaturen in eine Symbiose mit den gerade angekommenen Aliens. Ein kleines Elektronengerät steckt im Schädel der Kreaturen. Ja, also die haben mal original auf der Erde gewohnt und haben dann einen Vertrag mit den Aliens eingegangen. Warum auch immer. Ich erforsche mal ein bisschen was zur außerirdischen Herkunft. Ja, es sind jetzt viele Forschungsthemen und viel Vorlesen und so, aber... Ich meine, es muss ja früher oder später gemacht werden. Und ich stoppe mal hier die Produktion und schaue mal, ob das unser,
dass unsere Buchhaltung vielleicht gut tut.